Was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute Abend werden wir einen spanischen Abend machen für meine Familie. Und zwar haben Julio und ich bestimmte Lebensmittel eingekauft und auch die Geschenke, die wir mitgebracht haben aus Spanien. Das habe ich euch ja in meinem anderen Vlog schon gezeigt. Wir werden unter anderem Tortilla machen. Ich spreche das mal falsch aus, richtig deutsch, deswegen sage ich das gerade so betont. Tortilla machen. Wir werden Gazpacho zubereiten und verschiedene andere Sachen. Da werde ich euch auf jeden Fall mitnehmen und euch zeigen, wie der Abend wird. Und ich muss sagen, jetzt gerade bin ich ein bisschen genervt, bin gerade nicht so gut drauf, einfach weil ich gerade eine Nachricht bekommen habe bezüglich meiner Wohnung, dass es doch nicht ganz fest ist, ob ich die jetzt bekomme, weil es anscheinend noch andere Bewerber jetzt halt doch gibt, obwohl ich einer der ersten, also ich war die erste Bewerberin. Und ja, das nervt mich gerade einfach ein bisschen, weil das vieles umwirft einfach. Am Dienstag lerne ich jetzt die Vermieter kennen. Ich habe davor nur die Vormieterin kennengelernt. Die war super, super nett. Total, total liebe Frau und sehr sympathisch. Ich hatte dich auf dem Laufenden und bin gespannt, ja, wie sich die Vermieter entscheiden werden, für welchen Bewerber. Das ist wie so ein kleiner Wettkampf. Also ja, ich bin einfach gespannt, wie das wird. Die Wohnung ist unglaublich schön, groß, hell, so wie ich es mir halt vorgestellt habe. Und auch für den Hund perfekt. Und ja, hoffen wir mal das Beste. Hi Leute, was geht? Ich bin gerade schon in Aufbruchstimmung und zwar fahren wir jetzt gleich zu der Wohnung, an der ich gerade interessiert bin und ich werde mich heute den Vermietern vorstellen. Es gibt auch andere Bewerber, also das heißt, ich muss punkten bei den Vermietern und bin mal gespannt, ob ich die Wohnung bekommen werde. Die gefällt mir gerade so gut, weil sie nur 10 Minuten weg ist von der Arbeit, die ich jetzt seit einer Woche habe, beziehungsweise ich kriege jetzt den Vertrag zugeschickt in den letzten 2 Wochen, in denen jetzt, seitdem wir in Deutschland sind, ist schon sehr viel passiert. Und ich habe eine Arbeit gefunden, eine sehr gute Arbeit. Ich arbeite in einer Einrichtung, die komplett neu ist und die Chefin total nett ist. Es ist eine sehr große Einrichtung, aber ja, gefällt mir sehr. Und ich habe in ein paar Tagen auch noch meinen Termin in der Einrichtung, einfach um die ersten Tage meiner Arbeit dann zu planen. Die Wohnung gefällt mir ganz besonders gut. Oder was mir sehr wichtig war, im Punkten Wohnung suchen, war, dass sie Hunde erlaubt. Und das ist ja in Deutschland, aber ich glaube, auch in Spanien ist es sehr, sehr schwer, eine Wohnung zu finden, wo große Hunde erlaubt sind und allgemein Haustiere. Und ja, das war ein langer Weg. Ich habe schon, seit ich in Spanien war, habe ich schon monatelang geguckt nach Wohnungen, nach, ja, die einfach groß genug sind für den Hund, auch zentral liegen zu meiner Arbeitsstelle. Und deswegen freue ich mich jetzt, ich nehme euch da mit und bin gespannt, was die Vermieter sagen. Ich sage euch dann, was die für einen Eindruck von mir gehabt haben und bin gespannt. Ich bete, dass ich diese Wohnung bekomme, weil die ist so schön. Also ich bin irgendwie so gespannt, wie das wird. Hi! Und ja. Wir holen uns das Ding. Ja, hoffen wir es, ne? Was denkst du, kriege ich die Wohnung? Mit Gottes Hilfe ja. Wenn Gott das will, ja. Wenn Gott das nicht will, gibt es eine bessere. So einfach ist das immer. Das Wort des Tages. Also Leute, wir sind jetzt in der Volkshochschule. Ich suche jetzt die Frau, die dafür zuständig ist, für den Intensivkurs, für Julio. Und ich finde sie aber gerade nicht. Also wir sind hier, um ihn anzumelden für den Intensivkurs, den am 12.01. beginnen wird, um Deutsch zu lernen. Und ja, ich fühle mich gerade ein bisschen lost. Leute, wir sind jetzt wieder im Auto. Das mit der Volkshochschule hat leider nicht so geklappt, ihn heute anzumelden, weil die Frau, die für die Intensivkurse zuständig ist, also die Anmeldungen übernimmt, die ist leider noch nicht da. Die ist von 9 bis 12 immer da, deswegen müssen wir am Donnerstag nochmal hinfahren und werden ihn dann versuchen anzumelden. Und jetzt stehen wir gerade fast vor meiner Wohnung und in 20 Minuten haben wir den Termin, beziehungsweise ich werde die Vermieter dort kennenlernen in 20 Minuten. Er traut sich nicht. ja, auf jeden Fall. In 20 Minuten haben wir den Termin und dann bin ich mal gespannt, was die Vermieter sagen oder wie der Entschluss fallen wird. Ich wollte euch gerade noch erzählen, bevor ich jetzt duschen gehe, wie die Sache denn ausgegangen ist, ob ich die Wohnung bekommen habe. Und Leute, ich habe die Wohnung bekommen. Ich bin total glücklich. Meine ganze Familie ist so ausgerastet, weil es ist einfach so krass.
Ich kann es gar nicht glauben und Julio auch nicht. Wir sind seit zwei Wochen sind wir hier in Deutschland. Und wir haben ein Auto, ich habe eine super krasse Wohnung, also einfach eine schöne Wohnung. Und dann habe ich auch noch jetzt einen Job und arbeite in einer Kita, die super, super groß und modern ist und alles ganz neu ist, genau wie die Wohnung. Und das einfach alles in zwei Wochen. Ich bin einfach so dankbar, weil, Leute, wirklich, ich habe so gebetet für diese Wohnung. Das ist, als wäre alles einfach geplant und ja, schon vorgeschrieben irgendwie. Und als wäre unsere Ankunft so vorbereitet worden, weil in zwei Wochen, natürlich geht es in Deutschland alles ein bisschen schneller, auch von der Arbeitssuche her, aber in zwei Wochen eine Arbeit, eine neue Wohnung und ein Auto zu bekommen und wohin zu ziehen, wo man quasi noch nie davor war, und ich kann ja die Stadt auch nicht, das ist einfach überkrass. Und deswegen, ja, bin ich einfach sehr ermutigt jetzt und sehr glücklich. Die nächsten Wochen, wie gesagt, werden viele Vlogs kommen und ja, seid da auf jeden Fall gespannt. Ich zeige euch das gerne alles. Hier, guten Morgen. Mein Papa hat heute Geburtstag. I'm old now, I'm 59. Alles gut, Geburtstag. Ja. Geburtstag. Oh, gut, das hast du sehr gut gesagt. Ich hoffe, euch hat der kleine Vlog gefallen. Ist ein kurzer Vlog, aber ja, sind einige schöne Momente dabei, die ich einfach mit euch teilen wollte. Auch als Erinnerung für mich. Und ja, Julio und ich sind jetzt gerade noch spazieren mit Simba. Und in ein paar Tagen geht der Umzug los. Und da freue ich mich auch. Also wenn ihr Bock habt, schreibt es mir in die Kommentare oder liked das Video. Dann weiß ich, dass ihr Bock habt auf einen Umzugsvlog. Und ja, bin gespannt. Also bis zum nächsten Video.